Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trash Arcania. Wir haben in der letzten Folge dieses bekommen hier, die Rune der eisigen Macht. Diese hohe Rune strahlt in einer kurzen Entfernung bittere Kälte in alle Richtungen aus. Der Kälteschock verursacht Schaden und friert alle Ziele ein. Das Erleiden von Schaden lässt sie vorzeitig auftauen. Das machen wir mal statt Erdbeben einfach. So rüsten wir das wenigstens mal aus. Ob wir es dann auch benutzen, wird sich wohl zeigen. Ja, und jetzt suchen wir weiter nach den... Anbael und nach dem Sternenerz. Mal gucken, ob wir da was finden. Hier war der Troll. Der Troll, der Golem. Das bedeutet... Ja, sei still. Das bedeutet aber auf jeden Fall, dass wir hier so oder so überall nochmal hingekommen wären. Man muss also nicht die ganzen Wege ablaufen, in dem Moment, in dem man die Möglichkeit dazu hat. Es reicht, das dann zu machen, wenn... Ach, das ist da, glaube ich. Warte. Warte. Wir müssten ja jetzt theoretisch hier unten noch lang können. Außer der Ranis hat da wieder zugemacht. Was mich ehrlich gesagt auch nicht wundern würde. Ja, und da vorne ist die alte schon. Da flattert sie rum. Da können wir mal das mitnehmen und das. Ja, ich kann dich auch sehen. Also das ist jetzt nicht... Wie bitte? Tja, die Frage ist jetzt nur, wo ist denn das restliche Sternenerz? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das ausgesehen hatte. Also hier können wir ja noch nicht hin. Wir haben hier noch ein... bei Elfiech. Ist das auf dem Weg von Router? Könnte sein. Gucken wir uns das mal an. Und danach sammeln wir dann das Sternenerz. Oder suchen wir das Sternenerz. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles finde. Hier geht's nicht lang. Er ist wohl doch nicht auf dem Weg zu Router. Von Router. Ist wohl einfach vorne. Aber jetzt können wir auch eben mal schnell hier durchrennen. Oder auch nicht so schnell. Kommen wir hier rüber wieder in den Thronsaal. Ein Edelmann von einer fernen Insel. Ich
Ah, der König hat da sogar tatsächlich noch was zu sagen. Warum soll ich das Amulett zum Kloster bringen? Das weiß nur die blinde Frau. Ich vermute, das Kloster birgt ein Geheimnis. Wenn du die Götter und Dämonen verbannt hast, was ist dann mit dem Dämon, der an deiner Seele nagt? Ich weiß. Es beunruhigt mich auch. Vielleicht gibt es mehr auf dieser Welt, als wir denken. Ein Söldner? Mein Freund, du übertriffst jedes Mal meine Erwartungen. Dass ich meinen alten Kameraden zurückhabe. Ist nicht von Dauer. Genieße es, solange es anhält. Der König scheint ja wieder ganz der Alte zu sein. Du klingst fast enttäuscht. Was? Stellst du meine Loyalität in Frage? Beruhig dich, Hagen. Du siehst aus wie ein gekochter Hummer. Eins frage ich mich. Wie hast du die Katastrophe im Bluttal überlebt? Da du uns gerettet hast, werde ich über diese Anmaßung hinwegsehen. Deine Frage ist einfach zu beantworten. Ich war nicht da. Du bist geflohen? Ich hatte eine Nachricht erhalten. Druhang hat versucht, den König zu ermorden. Die königliche Garde hat das Schlimmste verhindert. Aber sie hat meine Hilfe benötigt gegen die Blutnattern. Ich bin sofort mit meinen besten Männern losgezogen. Die Schlacht im Bluttal war bereits so gut wie gewonnen. Warum waren die Blutnattern nicht auf dem Schlachtfeld? Druhangs Schiff ist gegen Setarif in See gestochen. Aber seine Männer waren nicht an Bord. Und wer dann? Ein Edelmann von einer fernen Insel. Du beliebst zu scherzen. Klappe. Was für eine ruppige Gestalt. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir das restliche Sternenerz hernehmen sollen. Also die paar Brocken, die wir gefunden haben, die drei, die waren ja relativ einfach zu finden. Die lagen ja einfach so da rum, aber wir sind ja hier eigentlich immer alles so abgegrast und haben nichts gesehen. Oh, jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Wieso? Schnauze. Bist du eigentlich für eine Missgeburt? So, jetzt haben wir die ganzen Herzen. Jetzt bleibt nur das Problem, dass wir immer noch nicht das Sternenerz haben und ich auch nicht weiß, wo wir das hernehmen sollen. Kannst du irgendwas dazu sagen? Du. Später, ja? Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Mit Käse. Natürlich ist hier das Kochrezept für Fleischwanzenragout drin bei Snuff. Ich guck nochmal in den Questlog hier. Aber hier fehlt. Na, hier fehlen noch zwei Stück von. Was ist das hier eigentlich? Bist du, um den Schnitter des Hasses zu beschwören, benötigst du die Belia-Artefakte des Ordens des Hasses und eine gewöhnliche Sense. Hä? Nee, mir ist es ehrlich gesagt alles ziemlich egal, aber. Also das hier nicht. Der Ring ist gut. Der Helm. Der Ring. Der Helm ist sehr gut sogar. Aber entfernen die erste drei verbleibenden Mana-Runen oder bring die Herzen der Anbael zu Ningal oder suche Sternenerz zu Milton in der Festung. Eins ist in der Festung und drei im Tempeldistrikt. Aber Festung, da sind wir ja gerade. Beziehungsweise hier.
Hier ist ja Festung. Also müsst ihr theoretisch hier auch irgendwo Sternerz dann rumfliegen. Die Frage ist, wo? Kann man hier rauf? Ja, kann man. Scheint aber nichts zu nützen. Hier vielleicht irgendwas. Auch nicht. Kann man hier rauf? Ja. Nicht wirklich. Halt. War hier was? Nee. Ja, dann gucken wir uns nochmal in der Festung um. Irgendwo muss ja hier was sein. Aber theoretisch... Hat er gesagt, ein Stern ist auf die Erde gestürzt? Das wäre schlecht. Vermutlich ein Meteorit oder sowas. Und der hat das dann verloren. Also rein theoretisch gesehen müsste es ja irgendwo sein, wo man raus kann. Also Balkone oder sowas. Die Frage ist nur, gibt's hier sowas? Und da sind ja eigentlich auch immer diese Flatterviecher drumherum geflogen. Also so Motten oder was auch immer das dann war. Wie um die ganzen Items. Liegen ja immer so komische Dinger rum. Hier nochmal gucken, da ist nichts drin. Hier hinter liegt auch nichts. Dann gehen wir mal hoch. Aber erstmal muss ich mich anders hinsetzen. Sekunde. So. Hier ist auch nichts. Von einer fernen Insel. Du beliebst zu scherzen. So, hier vorne ist ein Balkon, da kann man raus. Was für eine ruppige Gestalt. Und da liegt Sternenerz. Okay. Dann haben wir schon mal das. Und dann noch 3 Stück im Tempeldistrikt. Waren wir eigentlich hier oben? Ach, hier ist ja auch draußen. Hofdame. Ah, geht's wieder hier rein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zu Diegos Anwesen, von da aus wieder zum Tempeldistrikt und suchen da noch die... Hey! Nee, keine Zeit. Suchen da noch die verbleibenden 3 Sternenerzklumpen. Falls wir die finden. Ich gebe uns jetzt noch diese Folge Zeit dafür. Das sind jetzt noch 16 Minuten. Finden wir den Krempel nicht in den nächsten 16 Minuten, dann machen wir es einfach mit Ningal. Und dann scheiße ich aufs Sternenerz. Und auf Medallion ist sowieso geschissen, also da gar kein Bock drauf. Warum kann man hier eigentlich nicht durch? Aber ich weiß auch überhaupt nicht, wo hier Sternenerz sein soll. Also das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Wo sind wir hier überhaupt? Ach, wir sind wieder hier.
Da ging es dann zum Arena-Distrikt. Da ist ja nichts mehr. Da ging es nirgendwo hin. Also muss das ja hier irgendwo sein. Falls das hier zum Tempeldistrikt zählt, weiß ich natürlich nicht. Aber das hier müsste eigentlich zum Tempeldistrikt zählen, also das würde mich schon sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Problem ist nur, ich habe trotzdem keinen Plan, wo hier... Leben, kriegt ihr mich nicht, ihr Hurensöhne? Wo hier Sternenerz sein soll. Und ja, einmal... Ja... Aber zweimal... Weiß ich jetzt nicht. Verpiss dich! Der lebt ja doch noch. Dachte, er hat sich gerade erhängt oder so. So, hier geht's ja dann zum Hafen. Das heißt, das da müsste ja dann Hafendistrikt sein. Viertel-Ding. Also wenn hier im Tempeldistriktviertel... Oder warte mal, nee, hier geht's zum Hafen. Wo geht's denn hier hin? Achso, hier geht's dahin. Okay, ja. Ich renne mal ein bisschen. Also wenn irgendwas zum Tempeldistrikt gehört, dann auf jeden Fall das, wo wir gerade sind. Nur wo jetzt hier Sternenerz liegen soll, das weiß ich nicht. Warum, wer designt so eine Quest eigentlich? Also das mit den Anbael, dass man die umbringen soll, die fünf, okay. Die sind ja dann auch auf der Karte eingezeichnet gewesen und so, alles kein Problem. Aber jetzt 7 Sternenerz suchen, warum soll man das machen? Ich gehe jetzt nicht nochmal in die Häuser, weil es kann ja eigentlich nicht in den Häusern sein. Es kann ja nur draußen liegen. Haben wir ja in der Festung auch gesehen. Da lag das ja auch auf diesem kleinen Mini-Balkon. Also und hier kommen wir nicht weiter. Friedhof. Ach, hier sind ja auch noch Leute. Ich häng fest. Hier bin ich ja eigentlich relativ gründlich lang gelaufen und habe ja auch kein Sternenerz gefunden. Oh, hier liegt aber eins. Gut, dann haben wir zumindest schon mal eins. Fehlen ja nur noch 2. Muss ich jetzt hier wohl doch noch mal etwas gründlicher langlaufen, aber jetzt weiß ich ja auch, wonach ich suche. Beim letzten Mal habe ich ja eher nach Bildia, Artefakten oder Grabstellen oder Inos-Statuetten oder Relikten gesucht. Diesmal
suche ich nach kleinen silbrigen Klumpen. Wahrscheinlich bin ich schon wieder 5-mal an irgendwas vorbeigelaufen. Hier ist jetzt wirklich hilfreich, dass sich die Blätter einfach in Luft auflösen, wenn man rankommt. Aber finden tue ich deswegen trotzdem nichts. Ah, ist immer wieder schön, wenn Steine einfach so reinploppen. Und hier war ja eben eins. Also wir sind jetzt 2-mal oder 1,5-mal rumgelaufen. Jetzt laufe ich nochmal hier den... diesen Bereich ab, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass jetzt hier einfach so ein Erz rumliegt. Nö. Hier drin kann eigentlich auch nicht sein. Zumal da ja die Barriere drum war, also kann hier eigentlich gar nichts drin sein. Milton? Hallo, mein Freund. Bitte nicht jetzt. Ich muss in mich gehen. Tja. Wo soll das sein? Es fehlen 2 Sternenerz. Die ja theoretisch hier irgendwo sein sollten. Irgendwo um den Tempel herum. Aber da sehe ich nichts. Und es hat sie, haben sich gerade meine Kopfhörer verabschiedet. Ah, da sind sie wieder. Okay. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Aber außer Mana-Pflanzen ist hier nichts. Und hier sind wir ja nur wieder oben am Tempel. Hm. Schlecht. Hier möglicherweise im Gebüsch. Auch nicht. Wo ist es? Einfach nix. Das kann doch nicht sein. Ich will das mit Milton machen. Ich kann Ningal nicht leiden. Und Medaran kann ich auch nicht leiden. Milton kann ich hier eigentlich auch nicht leiden, aber der hat halt noch Credits von früher.
Da? Ja, da liegt eins. Fehlt nur noch eins. Ein letztes, wo ist es? Ist zwar nur die glänzende Oberfläche eines nassen Steins. Vielleicht ist es ja doch in irgendeinem Haus. Aber das kann eigentlich nicht sein. Oh, eine Sekunde. Sorry. Da hat's gerade geklingelt. So, wo kann das jetzt sein? Ich habe doch wirklich langsam hier alles abgegrast. Also so draußen. Weil ich weiß nicht, ob wir... Waren wir hier schon? Also ja, wir waren hier schon, aber habe ich hier schon nach Sternerz gesucht? Weiß ich nicht. Hier liegt aber auf jeden Fall nichts. Ohne Scheiß, ich gehe jetzt nochmal in die Häuser. Und wenn das in den Häusern ist, also in irgendeinem Haus ist, dann werde ich richtig sauer. Hier war das mit den komischen Innos-Dingern. Warte, hier war hier irgendwas? Nee. Nee. Warum kann man hier eigentlich nichts schlagen? Gut, jedenfalls haben wir das. Dann können wir jetzt wieder da hoch. Denn wir haben ja, wenn wir das mit den Mana-Runen machen, dann machen wir dann suchen wir jetzt noch weiter, da habe ich keinen Bock drauf. Wir rennen jetzt da hoch, geben Milton sein Sternenerz und dann fertig. Was willst du? Hier, Milton. Ich habe 7 Brocken Sternenerz. Hier, nimm. Ausgezeichnet. Ein großes Ritual ist nicht vonnöten. Mit so viel roher Kraft können wir die Barriere einfach bannen. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit? Ach so. Ist einfach weg. Warum habe ich jetzt zweimal 1900 Erfahrungspunkte bekommen? Ach so, weil ich die andere Quest auch beendet habe. Und das einfach das so mitnimmt. Ja. Es war also tatsächlich das Amulett. Gut. Und ob das gut ist? Ich bringe es jetzt zum König. Nein. Wenn du jetzt sagst, dass du auch mit Xesha und deiner Decke steckst, werde ich sauer. Das Amulett in seinem jetzigen Zustand wird dem König nicht helfen. Es muss zurück zum Kloster auf der Meeresklippe gebracht werden. Das ist ein weiter Weg. Hoffentlich haben die Untoten Diegos Boot nicht versenkt. Bring das Amulett zu mir. Ich habe vorsorglich die Fassung bergen lassen. Du wirst sie brauchen. Die Fassung? Wenn du im Kloster bist, wirst du verstehen.
Der nördliche Leuchtturm von Sorniara liegt direkt über einem Mana-Knoten. Ich habe dort einen Teleportationszauber vorbereitet. Er wird dich zu meinem Turm bringen. Von dort aus ist es nicht mehr weit zum Kloster. Du meinst den Leuchtturm, der unheimlich glüht? So ist es. Dein Weg führt durch den Friedhof. Ich habe Gorm beauftragt, das Tor aufzubrechen und den Weg für dich freizuräumen. Dort steckt er also. Gut. Tschüss. Dann können wir in der nächsten Folge da lang. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.